So, ich bin jetzt im Zimmer 205 im Hotel Ebner in Bad Königshofen. Ist ein sehr, sehr schönes Hotel, ein sehr mittelständisch geführtes Hotel. Bad Königshofen ist in Unterfranken und ich bin jetzt in mein Zimmer gegangen, komme jetzt hier rein, Zimmer 205 bin ich. Wie gesagt, hier das Bettchen, recht enges Bett, aber geht schon. Teppichboden, das ist ein 3-Sterne-Hotel hier und sehr, sehr schön gemacht. Hier sieht man das Zimmer ganz gut. Kleiner Fernseher, Unterlagen, meine Sachen sind schon auf dem Zimmer. Hier gibt es zur Begrüßung eine Flasche Wasser, Fernseher, wie gesagt, Fernseher. Hier sehen wir mal Terrasse draußen. Es wird gerade gebaut da drüben. Also es könnte sein, dass es etwas lauter ist, aber macht nichts. Wie gesagt, hier Blick vom Balkon aus. Schönes fränkisches, unterfränkisches Dorf. Oder Städtchen. Und wie gesagt, jetzt gerade Baustelle, aber wird sicherlich bald zu Ende sein. Ich bin ja nur über Nacht da und abends ist es zu Ende. Schauen wir mal weiter das Zimmerchen an. Ich sehe gerade auf dem Bett hier auch sehr nett. Die Familie Ebner hat sich verewigt auf meinem Bett. Es gibt einen Keks als Geschenk. Machen wir mal das Licht an. Passt, Licht funktioniert. Und gehen wir mal hier, ist der Schrank. Hier ist das Licht, da ist aus. Und hier ist das Badezimmer. Gehen wir rein. Toilette, Dusche, wunderbar. Waschbecken, Handtücher da. Es ist ein Föhn da, also alles wie es sein muss. Schauen wir mal in die Dusche rein. Also auch da, Duschkopf scheint modern zu sein. Es ist Shampoo da. Also, wie gesagt, kann das Hotel Ebner auf jeden Fall empfehlen. Für eine Nacht auf jeden Fall super, auch für ein paar Nächte ist es ganz gut. Und ja, schauen wir mal, wie sich auf dem Bett schlafen lässt.